Auch das geht. Die Pfalz ist wie leergefegt. Campingplätze, Stellplätze, fast niemand da. Und das bei schönstem Wetter. Falls dich das interessiert, zeige ich dir mein Kurzvideo. Bis gleich nach dem Intro. Ist es doch die Spontanität, die mich dazu bewegte, die Pfalz an der Weinstraße mit unserem Sammy zu besuchen. Dabei bemerkte ich ganz schnell, dass die Hotspots gar nicht mal so überfüllt sind, sondern ausgesprochen leer. Da ich nur mein Handy dabei hatte, dachte ich mir, das musste filmisch festhalten, also filmte ich kurz drauf los, nahm mein Radl und startete kurzerhand an der Winothek Alois Kiefer. Fahren wir nun gemeinsam zum ersten Stellplatz in St. Martin. Ja, auch der Stellplatz von St. Martin, ganz entspannt und relativ leer, das an einem Samstagnachmittag um 13 Uhr. Ich war gestern auch schon mal hier, gestern war ähnlich, also naja, ich glaube, wenn die Temperaturen steigen über 30 Grad, dann will keiner mehr hier in die Pfalz, da gehen sie alle ins Schwimmbad. Ich weiß auch nicht warum, aber es ist gut und es zeigt doch, es gibt immer wieder Plätze, auch spontan. Auf der Umgehungsstraße war es teilweise so leer, dass sogar ich mit dem Fahrrad niemand behinderte. Hier die Ortseinfahrt nach St. Martin Zentrum. Linker Hand das Konsulat des Weines, Weingut Schneider. Den Stellplatz zeige ich euch natürlich auch, aber dazu gleich mehr. Jetzt fahren wir mal zum Schreieck. Das Weingut Schreieck. Ein sehr beliebter Stellplatz, gebührenpflichtig für bis zu 17 Wohnmobile. Außerdem bietet er Strom, Wasser, Grauwasser- und Chemieentsorgung, Dusche, WLAN, sogar Hunde sind im Übernachtungspreis enthalten. Ja gut. Beim Weingut Schreieck sind noch einige gekommen. Wir haben jetzt momentan 13 Uhr. Und ja doch, also es ist trotzdem entspannt. Man kann oder man könnte hier spontan hier einen Platz ergattern bei den schönsten Weingütern hier in St. Martin. Ne? Die Hotspots sind hier da immer völlig ausgebucht, wenn Hochzeit ist hier. Ne? Ja, genau. Jetzt fahren wir mal weiter zum nächsten Platz.
Ja, hier am Konsulat des Weines, hier fast keine Wohnmobile, fast nichts los. Man bekommt jede Menge Platz, also Spontanität ist hier angesagt, ne? Ja, es ist selten, weil hier ist normalerweise immer die Hütte voll und die Plätze auch. Es wird Wein getrunken und von daher bin ich ganz überrascht, warum es hier so leer ist, bei schönstem Wetter. Vielleicht ist es auch zu warm? Ich weiß es nicht. Stellplatzgebühr ist hier okay, man bekommt hier Weine ohne Ende. Man kann entsorgen, man kann alles machen und ist mitten in St. Martin. Toller Blick zur Rheinebene hier. Unglaublich, wie wenig Leute hier sind. Man fährt fast alleine hier durch die Gegend. Ich finde es einfach grandios. Es hat 29 Grad. Passt. Also in diesem Sinne, wenn euch mein Kurzvideo gefallen hat aus der leeren Pfalz, dann lasst mir einen Daumen nach oben, ein Abonnement so und so und ja, langsam gibt mir die Puste aus. Ich trinke jetzt gleich ein Feierabendbier und gehe auf den Stellplatz, den ich euch noch kurz zeige. Ciao, tschüss und macht's gut, bleibt gesund. Euer Joe von TI Tour, sitzen am Reifen. Tschüss.